Ich sage immer nicht, dass wir von Art Invest irgendwas besser machen als die Konkurrenz, sondern ich sage, wir machen vielleicht einen Ticken anders als die Konkurrenz. Wir sind im Westend, das ist eines der gewachsenen Gründerzeitviertel. Wir haben aber quasi an der Kante des Westends mit dem Rothschild-Park zu unseren Füßen ein Haus, was doppelt so hoch ist wie alles, was in der Umgebung steht. Zu Beginn des Projektes nach Ankauf war die erste Idee, ein Wohnungscase draus zu machen, also das Bürohaus, das alte Bürohaus zu konvertieren in einen Wohnungsbau. Ein Gedanke, der faszinierend war. Ich hätte am liebsten gerne selbst in der letzten Etage gewohnt. Ich muss sagen, also besser kann ein Haus nicht liegen. Natürlich hat man, wenn man in der Immobilienbranche arbeitet, in dem Bereich, in dem ich bin, so in den Projektentwicklungsthematiken auch, natürlich schon eine gewisse Idee, was kann man damit machen, wie man dann natürlich mit den Architekten etc. anderen Planern noch weiter verfeinert. Es gibt zwei Qualitäten vom Morro. Das sind die Terrassen und diese eigenständige Bauart dieses Terrassenhauses, was man heute vielleicht gar nicht mehr so machen würde. Und das andere ist seine Vertikalität. Es steht einfach sozusagen, es ist kein Hochhaus nach Frankfurter Maßstab, aber es ist ein viel vertikaleres Gebäude als die ganze Umgebung des gründerzeitlichen Westends. Der Begriff Nachhaltigkeit und ESG hat für uns bei der Sanierung eine große Rolle gespielt. Zum einen macht sich dadurch bemerkbar, dass wir die Kubatur erhalten haben. Also wir haben das Haus komplett entkernt, sind bis aufs Stahlbeton-Skelett runtergegangen, haben abgebrochen und haben von dort auf dann neu aufgebaut. Heißt, komplett neue technische Gebäudeausstattung, komplett neue Fassade. Nachhaltig ist etwas nur, wenn wir etwas machen, was unsere Kinder und idealerweise auch unsere Enkel immer noch gut finden werden. Weil es meiner Meinung nach eigentlich nichts Besseres und Nachhaltigeres gibt, als ein Gebäude zu revitalisieren, zu sanieren und nicht abzureißen, weil es einfach den größten Einfluss, die größte Auswirkung auf die CO2-Bilanz hat. Das Morro ist für uns als Objekt aus verschiedenen Gründen besonders. Zum einen war es in der Planungsphase für uns einfach toll, so individuell in die Raumgestaltung mit eingebunden zu werden. Die Art Invest ist mit uns durch das Flächenkonzept gegangen und wir konnten da wirklich ein sehr vielseitiges und individuelles Nutzungskonzept hier für uns realisieren. Jeder, der hier arbeitet, würde hier auch gerne wohnen. Also können wir auch arbeiten so, als würden wir wohnen. Wir sind ja viel länger im Büro als zu Hause häufig. Aufgrund der privilegierten Lage im 8. Obergeschoss und unserer coolen Terrasse macht es auch mal Spaß, länger zu arbeiten oder länger im Büro zu verweilen mit den Kollegen, vielleicht auch noch einen kleinen Absacker zu trinken und den Blick auf den Sonnenuntergang oder die beleuchtete Skyline zu werfen.